knusprig. Gegrillter Lachs mit Gurkenjoghurt. Für 4 bis 6 Personen. Eine ganze Lachsseite von 1,5 Kilogramm, geschuppt und sorgfältig entgrätet. Abgeriebene Schale und Saft von einem unbehandelten Zitrone. Eine große Handvoll frisches Fenchelgrün oder ein Bund frisches Basilikum, Blätter abgezupft und fein gehackt. Olivenöl. Meersalz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer. Eine Salatgurke, längs in Abständen geschält, so dass ein Streifenmuster entsteht. 300 Gramm Joghurt. Eine frische rote Kieliskote, von den Samen befreit und fein gehackt. Eines kleines Bund frische Minze oder Oregano, Blätter abgezupft und gehackt. Natives Olivenöl extra. Den Grillrost gründlich abbürsten, damit der Fisch nicht daran festklebt. Das Feuer entzünden und warten, bis sich eine heiße Glut mit einer Schicht Asche darüber entwickelt hat. Ist der Grill sehr klein, können Sie den Lachs halbieren. Den Fisch mit der Haut nach unten auf ein Kunststoffbrett legen und das Filet mit einem scharfen Messer mehrfach über die ganze Fläche verteilt etwa 1 Zentimeter tief einschneiden. Die Zitronenschale und das Fenchelgrün oder Basilikum, bis auf einen kleinen Rest, darüber streuen und in die Einschnitte reiben, nur nicht zu zaghaft, richtig schön hineinmassieren. Den Lachs rundherum mit Olivenöl einreiben und mit Salz und Pfeffer würzen, besonders die Hautseite, denn das meiste fällt sowieso wieder ab. Ist der Grill startklar, den Lachs mit der Haut auf den Rost legen. Man kann jetzt sehen, wie das Fleisch von unten nach oben seine Farbe ändert. Nach etwa 4 Minuten dürfte die Haut goldbraun und knusprig sein. Den Fisch mit 2 Pfannenwändern vorsichtig umdrehen und von der anderen Seite 2 bis 3 Minuten grillen. Während er das tut, lösen Sie behutsam die Haut ab und legen Sie neben den Fisch auf den Rost, so wird sie auch von der anderen Seite knusprig. Wildlachs enthält weniger Fett als Zuchtlachs und wird darum etwas trockener. Es sei denn, Sie garen den Lachs nicht durch Fürbrieden, eine ungewöhnliche Vorstellung, aber eine gute Idee. Fisch aus Aquakulturen sollten Sie durchgaren, aber nicht zu lange, sonst wird er zu trocken. Den Lachs behutsam vom Grill heben und auf einer schönen Platte oder einem Brett anrichten. Etwas abkühlen lassen, dann die Haut in Stücke zerbrechen, knuspert fast wie Papadam, das indische Brot. Größer als. Die Gurke längs halbieren und entkernen. In Stücke schneiden und in einer Schüssel mit dem Joghurt verrühren. Mit dem Zitronensaft, der Hälfte des Kieles und der Hälfte Minze oder Oregano würzen. Noch einen kleinen Schuss Natives Olivenöl extra unterrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Den Lachs mit einer Gabel in 4 bis 6 Portionen zerteilen und mit dem Gurkenjoghurt auf Tellern anrichten. Gegrillte Meeresfrüchte mit Chili-Limetten-Dressing. Für 4 Personen. Einige Zweige frischer robuster Kräuter wie Lorbeer, Thymian oder Rosmarin, nach Belieben. 4 Austern. 2 Kilogramm Meeresfrüchte, Schwert, Fen-US und Miesmuscheln, Jakobsmus Erin und Kaisergranat sind alle geeignet. Für das Chili-Limetten-Dressing. Eines kleines Bund frische Minze, Blätter abgezupft und gehackt. Eines kleines Bund frische glatte Petersilie, Blätter abgezupft und gehackt. Einige Zweige frisches Fenchelgrün, das fittrige Grün abgezupft und gehackt. 1 bis 2 frische rote Chilischoten, von den Samen befreit und fein gehackt. Abgeriebene Schale und Saft von 2 bis 3 in behandelten Limetten. Natives Olivenöl extra. Frisch gemahlener schwarzer Pfeffer. Setzen Sie den Grill in Gang und lassen Sie die Holzkohle schön durchglühen. Wenn Sie Lorbeer, Thymian oder Rosmarin im Garten haben, werfen Sie einige Kräuterzweige in die Glut. Beim Verbrennen verströmen Sie einen wunderbar aromatischen Duft. Für das Dressing den Großteil der gehackten Kräuter in eine richtig große Schüssel geben, den Rest für später zurücklegen. Chili, Limettenschale, Saft und die dreifache Menge Natives Olivenöl extra zufügen und alles verrühren. Mit etwas Pfeffer würzen und abschmecken, das Dressing sollte schön zitronig schmecken.
Austernschalen sind ziemlich dick, darum empfiehlt es sich, den Rost vorsichtig abzunehmen und die Austern mit der flachen Deckelschale nach oben 3 bis 4 Minuten direkt in die Glut zu legen. Sobald sie sich geöffnet haben, legen Sie die Austern auf eine Platte. Die restlichen Meeresfrüchte an der heißesten Stelle der Glut auf den Grill legen. Die großen Exemplare nach unten, damit sie der Hitze am stärksten ausgesetzt sind. Drohen Sie durch das Gitter zu fallen, legen Sie zusätzlich ein feinmaschigeres Abkühlgitter auf den Rost. Und gehen Sie ruhig portionsweise vor, 2 Kilogramm sind eine ganze Menge. Die Meeresfrüchte mit einer großen feuerfesten Glas- oder Metallschüssel oder mit einem Bräter zudecken. Klingt ein bisschen verrückt, aber so bleibt der aufsteigende Rauch gefangen und verleiht den Meeresfrüchten ein wunderbares Aroma. Nach ein paar Minuten die Schüssel an der Seite vorsichtig anheben und nachsehen, ob sich die Muscheln geöffnet haben. Sind die meisten offen, die Schüssel abheben. Je nach Sorte brauchen die Muscheln unterschiedlich lang. Also nur die geöffneten Exemplare mit einer Grillzange herunternehmen und in die Schüssel mit dem Dressing legen. Muscheln, die sich gar nicht öffnen, wegwerfen. Roggen in Curryteig. Ein Blumenkohl. Mehl zum Bestauben. Pflanzenöl. Ein kleines Stück geschälte Kartoffel, nach Belieben, eines kleines Bund frische glatte Petersilie. Blätter abgezupft, Meersalz, 1 Zitrone. Für den Backteig. TL Kreuzkümmelsamen. TL schwarze Senfsamen, 2 bis 3 getrocknete rote Chilischoten. 1 TL schwarze Pfefferkörner. 200 Gramm Mehl. 5 Gramm Backpulver. VZ. TL gemahlene Kurkuma. 350 Milliliter kaltes Bier. Meersalz. Zuerst machen Sie Ihren Teig. Dazu die Kreuzkümmel und Senfsamen, die Chilischoten und die Pfefferkörner im Mörser zu einem Pulver zermahlen. Mehl mit Backpulver, den gemahlenen Gewürzen sowie die Kurkuma untermengen. Fast das gesamte Bier vorsichtig unterrühren. Die Maße sollte die Konsistenz von sehr dicker Sahne, Creme d'Arbel, haben. Ist der Teig zu dick, rühren Sie das restliche Bier unter. Keine Panik. Wenn noch ein paar kleine Klümpchen im Teig schwimmen, beim Ausbacken verwandeln sie sich in wunderbar knusprige Bröckchen. Den Teig mit Meersalz würzen und beiseite stellen. Den Blumenkohl in mundgerechte Röschen zerteilen. Das Strunkende in 2 cm dünne Scheiben schneiden, damit alles gleich schnell gart. Den Kohl waschen, abtropfen lassen und mit Küchenpapier trocken tupfen. Die Stücke in eine Schüssel geben und mit etwas Mehl bestauben. Das Öl 10 bis 12 cm hoch in einen großen Topf füllen und auf 180 Grad Celsius erhitzen. Falls Sie kein Thermometer haben, macht nichts. Geben Sie einfach ein Stückchen Kartoffel hinein. Steigt es an die Oberfläche und beginnt zu ziskelen, ist das Öl heiß genug. Das überschüssige Mehl von dem Blumenkohl abklopfen. Die Stückchen einzeln in den Teig tauchen und vom Körperweg in das heiße Öl gleiten lassen. Halten Sie etwas Abstand, falls das Fett spritzt. Am besten Sie frittieren den Blumenkohl portionsweise aus, damit es im Topf kein Gedränge gibt, servieren Sie aber jede Portion, sobald sie fertig ist. Kurz vor Ende der Garzeit einer jeden Portion einige Petersilienblätter durch den Teig ziehen und 40 Sekunden mit frittieren. Die Blätter geben Sie vor dem Servieren über den Blumenkohl. Die Röschen behutsam ausbacken und mehrmals mit einem Schaumlöffel wenden. Sobald sie braun und knusprig sind, herausheben, kurz über dem Topf, dann auf Küchenpapier abtropfen lassen und mit Meersalz bestreuen. Zuletzt etwas Zitronensaft darüber pressen.